Natur hat eine Kraft, eine Stärke, eine Schönheit, eine Beweglichkeit, die man mit nicht etwas anderes vergleichen kann. Und ich sehe genauso, dass wir Menschen ein Teil von das Gesamte sind. Als die Anfrage von Miss You kam, ich habe mich natürlich beschäftigt, was macht Miss You? Und dass die weltweit einen wunderbaren Einsatz für Menschen, für deren Not, für ihre Bildung, für die Erziehung, für Rechte der Menschen tätig sind, hat mich sehr überzeugt. Und dann entstand langsam die Idee, was ich mache. Ja, man beschäftigt sich, man hat Ideen, man hat Gedanken und Gefühle, und damit möchte ich Menschen erreichen. In meinen Bildern, in meiner Malerei entstehen unbekannte Figuren. Das ist mein Gefühl, das ist mein innerer Ausdruck. Und ich glaube, das ist das Hauptelement in meiner Arbeit. Egal was ich mache, klein oder groß, dass das sichtbar ist. Wir arbeiten hier bei Derricks Glasstudios an dem Projekt von der Frau Maksudi. Von der Idee von diesem Kunstwerk mussten wir erstmal zwei Musterfelder herstellen. Die haben wir in DIN A3 hergestellt mit verschiedenen Varianten, wie können wir das angehen. Und somit konnten wir mit der Künstlerin besprechen, wie wir das gesamte Kunstwerk umsetzen. Also das Leben besteht immer aus Gewinnen und Verlieren. Durch das Flucht habe ich vieles verloren, aber vieles auch gewonnen. Einer davon ist Glas. Und das Medium ist für mich so facettenreich, dass ich kaum mich davon lossehen konnte. Wenn ich ein bisschen in Erinnerung komme, in der Tat am Anfang, das Glas hat mich beherrscht. Inzwischen sage ich, ich kann ein bisschen umgehen, wie Glas funktioniert. Das Glas beziehen wir aus der Glashütte Lamberts. Das ist somit die beste Glashütte, die es gibt. Also die haben ungefähr 5000 Farben zur Verfügung. In der Glashütte arbeiten wir mit Glasmacherpfeifen. Die gehen in diese heißen Öfen rein, holen das Glas raus und stellen uns dann unsere Glasplatten her, die wir dann wieder weiter bearbeiten. Von Anfang bis Ende ist hier Handwerk. Was mich am meisten im Medium Glas fasziniert, gerade ist das, weil Glas so beweglich ist, so wie im Leben, durch das Licht im Laufe des Tages. Aus dem Grund, dass ich weiter für das Medium Glas und dann nochmal Spiegel entschieden habe, dann habe ich den Weg der Interpretation wirklich mehrfach geöffnet. Weil da sind mehrere Farben, da sind mehrere Linien, da sind dann Lichtreflexen und. Und das ist, ja, das ist in der Tat Vielfalt. Und wenn man weltweit betrachtet und auch was diese Organisation weltweit als Unterstützung schafft, es ist vielfältig und das passt sehr gut. So allgemein, was betrifft Kunst im Raum, arbeite ich im Maßstab. Maßstab 1:10 oder 1:20. Und dann wird das 1:1 ausgedruckt und dann entsteht ein Muster für die Umsetzung. Auf Basis dieser Muster dann fängt man an, das gesamte Werk zu realisieren. Bei der Realisierung bin ich oft dabei, also besonders bei den ersten Schritten. Und ich denke, ich habe auch großes Vertrauen an die Menschen, die diese Arbeit realisieren, weil die auch meine Sprache oder den Stil, den ich habe, verstehen. Am Ende wirklich, wenn ins Glas umgesetzt wird, so eine Teamarbeit ist.
Es ist auch so, dass wenn man jetzt die Farbe mit Spiegel kombiniert, es hat ein komplett ein anderes Ergebnis. Das heißt, es muss auch nicht so eine starke Farbe sein. Also dann hat man diese vielfältige Farbe, wenn wir nehmen ein Blau oder ein Rot, die dann vielleicht 5 Farben in dem Bereich hat, dann sollte auf dem Spiegel gelegt werden, um zu sehen, wie tief oder wie hell oder Zwischentone hier sein sollte. Die Schnittlinien, die wir jetzt haben, die haben wir vorher im Computer mit einem Spline ausgearbeitet. Wir haben uns den Entwurf genommen und sind an jeder Linie mit einem Spline entlang gegangen. Das haben wir wiederum ausgedruckt auf Schablonenpapier und haben es ausgeschnitten. Und so können wir dann unsere Gläser auf das richtige Maß bringen. Glas auf dem Überfang zu schneiden ist eine besondere Schwierigkeit, weil der Schnitt nicht ganz rund läuft. Und wir haben jetzt auch aktuell sehr viele Eckausschnitte, sehr viele Kurven drin. Und da ist die Gefahr immer größer, dass irgendwas bricht. Wir arbeiten auch sehr großteilig bei diesem Projekt. Und das heißt, wenn uns dann mal irgendwie so eine kleine Ecke fehlt, können wir das komplett verwerfen. Also wir müssen wieder ein neues Glas nehmen. Die Stücke, die wir zugeschnitten haben, die kommen dann in die Schleiferei. In der Schleiferei wird darauf geachtet, dass wir die Gläser passgenau aneinander schleifen. Und das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Schleifmaschinen. Wir haben verschiedene Aufsätze, kleine Aufsätze, größere Aufsätze und sogar auch einen Tellerschleifer, wo wir Geraden richtig justieren können. Es ist doch immer so, dass erst entsteht ein Gedanke, also eine Idee im Kopf und dann nimmt Form in einem zeichnerischen Format oder malerischen Format und dann langsam entsteht das gesamte Komposition und die nimmt endgültige farbige Format. Um die verschiedenen Strukturen und Ebenen hinzubekommen, ätzen wir das Glas. Dafür muss das Glas vorher abgedeckt werden. Das heißt, wir ziehen eine Folie drüber und schneiden uns dann genau die Kanten raus. Wir ätzen mit einer 70-prozentigen Ätzsäure. Das heißt, die ist ziemlich scharf. Wir sind in voller Montur, das heißt, unsere Maler, die tragen eine Schürze, Stiefel, ein Visier und spezielle Handschuhe, dass sie sich gar nicht da verätzen können. Das Glas wird benetzt mit dieser Ätzsäure und wird dann später abgewaschen. Um verschiedene Stufen hinzubekommen, wird die Folie nach und nach immer abgezogen, bis wir dann irgendwann von unserem Trägerglas, also von unserem Überfangglas bis aufs blanke Trägerglas kommen. Nachdem wir das Glas geätzt haben, haben wir schon mal 2 oder 3 Stufen da drin. Und wenn wir dann die Malerei noch aufbringen wollen, in diesem Fall haben wir 2 Varianten, die wir machen. Und zwar haben wir einmal das Airbrush-Verfahren. Da arbeiten wir mit Schmelzfarbe, aber auch mit einer Beize. Und die Beize, das ist dann das Silbergelb, was wir benutzen. Das geht direkt ins Glas rein. Das heißt, es wirkt sehr glasig. Die Schmelzfarbe, die wir benutzen, kommt auf die Rückseite von dem Glas, weil die sehr matt wirkt in der Ansicht und dann das Glasige verloren geht. Nachdem wir das Glas in der Spritzkabine mit Farbe bemalt haben, kommt das in den Ofen. Das Glas wird in den Ofen eingelegt, bei 560 Grad dann gebrannt und am nächsten Tag sehen wir dann das fertige Ergebnis. Eine der größten Herausforderungen war es natürlich, bei uns mit dem Spiegel zu arbeiten. Wir haben den Spiegel, der die Farbe doppelt. Wir haben einen Kleber darunter, der nochmal sehr viel Brillanz dazu bringt. Wenn wir zum Kleben vorbereiten, nehmen wir uns den Spiegel, unser Trägerglas, müssen uns eine Wanne bauen und dann kippen wir den 2-Komponenten-Silikon, das ist sehr flüssig, müssen wir gleichmäßig auf den Spiegel auftragen und dann müssen wir die Gläser versuchen, blasenfrei einzulegen. Wir müssen die Gläser fixieren und da ist schon eine sehr große Herausforderung dabei, weil wir durch dieses viele Brennen, was wir haben, sind nicht alle Gläser plan. Das heißt, wir haben immer viel Spiel, wo wir dran arbeiten müssen. Das Segel als Symbol hat in der technischen Umsetzung nochmal eine tiefe Form genommen. Das heißt, ich habe die Arbeit als Basis
einen Spiegel benutzt. Und mein Wunsch war und ist, dass jeder Betrachter wird ein Teil von diesem Werk sein. Für mich ist Medium Glas so facettenreich wie das Leben. Und zwar es geht darum, dass Glas funktioniert mit dem Licht. Und Licht ist ständig in Bewegung, wie im Leben. Und deswegen, das macht die Arbeit sehr schön, sehr reich und manchmal gleichzeitig sehr schwer und vielleicht auch gefährlich. Alle Kunstwerke, die in Bezug der Architektur entstehen, die Räumlichkeiten können einen großen Einfluss haben. Das heißt, wie hoch ist das und wie viel Licht drin ist oder wie funktioniert mit Schatten. Also das muss man wahrnehmen, bevor man auch eine Idee erweitert. Das ist eine Erfahrungssache. Das heißt, man kann nicht 100% im Voraus sehen, dass wie das wirkt, aber wenn man Erfahrung hat, kann man gewisse Fehler, die entstehen können, vermeiden. Wir arbeiten oft mit Rechteckformen. In diesem Fall sind wir der Künstlerin und auch dem Kunstwerk entgegengekommen, dass wir gesagt haben, wir arbeiten diesmal mit organischem Trägerglas, um das noch mal ein bisschen mehr einzubinden in diesem Aquarell. Hätten wir jetzt gerade Linien da drin, würde es eventuell als störend empfunden worden. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, organische Formen zu wählen, die wir dann in einer bestimmten Größe angefertigt haben. Für die Montage haben wir uns überlegt, dass wir die Schollen an die Wand kleben. Das heißt, wir haben einen speziellen Kleber, der dafür auch geeignet ist. Und dann fangen wir an und setzen jedes Stück für Stück einzeln übereinander mit einem gewissen Abstand von 3 mm. Und so erschaffen wir dann das komplette Kunstwerk an der Wand. Da die Wand vor Ort nicht ganz plan ist, sondern einen leichten Bogen hat, müssen wir das alles unterbauen. Das heißt, wir müssen mit den Schollen wieder nach vorne kommen. Wir sind hier im 5. Stock unseres Hauses der Weltkirche Missio München. Das ist das Zentrum, von wo aus wir miteinander arbeiten, dass wir immer wieder in Kontakt sind mit unseren Partnerinnen und Partnern. Missio hat das Ziel, dass wir schauen, dass, so wie es Papst Franziskus immer ausdrückt, wir dieses eine Haus, unsere Erde, gut gestalten können und dass wir es so gestalten, dass nicht nur einige Privilegierte darin leben können, sondern dass alle Menschen dort eine gute Möglichkeit finden können, ihr Leben zu gestalten und das miteinander zu tun und in Frieden zu leben, was in diesen Zeiten, glaube ich, ganz wichtig ist. Missio München hat Frau Maxodi engagiert, weil wir von ihrer Kunst inspiriert werden, weil sie Menschen bewegt und dass das genau mit Missio übereinstimmt, das hat uns dazu bewegt, sie damit zu beauftragen. Uns war wichtig, dass wir nicht nur kahle Räume da haben, wo gearbeitet wird, sondern dass auch etwas Inspiratives mit hereinkommt. Und dazu ist natürlich die Kunst immer eine große Hilfe, dass wir das, was wir letztendlich auch tun wollen, dass wir uns dazu von der Kunst inspirieren lassen, gerade jetzt auch hier in diesem Raum, wo viel getagt wird, dass wir auch sehen können, ja, hinter dem, was wir tun, steckt Bewegung. Da werden Menschen zusammengeführt und das soll uns bei all unseren Dingen, die auch logistisch und verwaltungstechnisch notwendig sind, inspiriert werden. Ich würde dieses Kunstwerk als powerful, bewegend, inspirierend und farbenfroh bezeichnen. Das Kunstwerk wird in München über die Dächer der Stadt bei Missio installiert. Also das Kunstwerk trägt den Namen der Segel und die Idee hinter diesem Kunstwerk ist, dass man die Menschen in Bewegung bringt, auf Weitergehen und Hoffnung haben. Und
Ich bin auch in der Meinung, wenn wir uns bewegen, erreichen wir etwas. Und ich glaube, dass Missio durch die Tätigkeiten, die weltweit aktiv sind, versuchen genauso Menschen in Bewegung bringen, denen die Chance geben, auch die Hoffnung schaffen. Auf Persisch sagt man, Tuhar katkun, toh khoda barkat kunat. Beweg dich, dass Gott dir hilft. Und daher, das hat ein gutes symbolischer Charakter. Es ist wichtig, dass man eine Idee, die hat, nimmt eine Form und drückt gewisse Gefühle aus. Umso wichtiger ist, dass der Betrachter in eine entdeckende Reise geschickt wird. Das ist mein Wunsch.